Fusion Gun. Die großen Wummen. Ja, also die Fusion Gun ist halt eine Waffe, die Timon sagt, die ist wie die AWM, was auch immer das sein mag. Ist eine Waffe bei Crossfire, so viel weiß ich. Und wie gesagt, die musst du halt aufladen und dann einmal loslassen und dann haut sie rein. Das funktioniert natürlich, weil es halt etwas anderer Waffentyp ist und auch anders gesteuert wird, meistens bloß in Kombination mit anderen Fusion Guns. Aber die Skiffy, ach Skiffy sag ich schon. Wieso nenne ich die Dinger immer Skiffy? Zu viel, keine Ahnung, Timesplitters gezockt. Kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Da gab's auch mal so Pistolen, die haben auch so blau geschossen und hießen Skiffy-Pistolen. Gab's auch noch so andere Sachen, Skiffy-Sniper-Gewehr und so. Und in Wirklichkeit heißt es auch noch Sci-Fi. Ach, ist auch Wayne. So, jedenfalls die Impulslaser. Es gibt Impulslaser, die können halt die ganze Zeit durchschießen, ohne dass sie überhitzen. Und auch allgemein gibt es überhitzende Impulslaser extrem langsam. Ich glaube, die brauchen so die meisten so 30 bis 40 Sekunden. Und in der Zeit kann man halt die Fusion Gun, die hier, aufladen und dann einmal loslassen und dann schießt sie. Und bei den Skiffys macht. Skiffy, ich nenne die schon wieder Skiffy. Bei den Impulslaser macht das halt kaum einen Unterschied. Deswegen werde ich die jetzt auch bei mir reinbauen. Ja, welchen Waffentyp ihr nimmt, ist relativ egal. Das wird meistens durch Sympathie entschieden, weil Energiewaffen machen zwar mehr Schaden, müssen aber erst Energieschilde zerstören. Also hier die Schilde und so, die man halt hat als Schiff. Denn Sprengstoffwaffen, ja, die machen halt Splash Damage und müssen nicht durch Schilde. Mechanische Waffen, also denen sind die Schilde total egal. Und mechanische Waffen, die machen halt auch Schaden, aber weniger als Energie. Werden zwar von Schilden absorbiert, können aber dafür direkt die Hitpoints treffen. Ist so eine Sache. Ja, müsste jeder selber entscheiden. Der eine mag das, der andere mag das. Also, das ist halt so eine Sympathie-Sache hier zwischen den drei Waffentypen. Was nun aber anders ist, ist halt, man hat jetzt nun, sagen wir mal, wir haben jetzt die Waffe hochgeskillt. Ich sage, gehen wir mal auf 25, weil das gerade mein momentanes Level ist. Wenn wir jetzt sagen, wir Energiewaffe hochgeskillt. Auf 25. So. Und dann bleibt noch ein dritter Skill. Und der ist im Idealfall natürlich die Verteidigung. Und nun stellt sich die Frage, was nehme ich? Schild oder Hülle? Und da gibt es ganz, ganz viele Meinungen drüber. Zum einen ist Hülle momentan ziemlich, ziemlich stark. Wird zwar ein bisschen geändert durch diesen neuen Schildbuff. Aber Schild wird halt im Late Game sehr, sehr stark. Ich habe hier mal ein Schild gekauft. Von hier, Batman. Ja. Der hat mir auch gerade die Skiffys und die Fusions gegeben. Skiffys. Ich nenne die immer Skiffys. Warum? Ja, also, ihr wisst, was ich meine, wenn ich Skiffy sage, ne? Impulslaser. Und da hat mir auch ein Schild gegeben. Warte, das habe ich ins Depot gepackt. Wo ist es? Hier, das ganz dicke 37er. Und das hat 55 Schilddichte. Diese Schilddichte wirkt auf die mechanischen Waffen. Also Schilddichte funktioniert hier ganz ähnlich wie Dark Orbit, bloß dass halt das Schild keinen Schaden bekommt von mechanischen Waffen, weil die einfach keinen Schaden an Schild machen. Ja, logisch, ne? Und ja, wie gesagt, an kleinen Schilden, keine Ahnung, wie man hier auch beim Händler sieht, die haben halt. Ja, leck mich. Ja, das hat sich gerade angehört wie leck mich. Ich habe nur gesagt, leckt. Leck nicht, also von lecken, halt L-A-G, ne? Ja, und die haben halt hier so Mini-Schilddichte, 7,2. Das merkst du gar nicht. Und da machen sich 20%, sind halt, keine Ahnung, ungefähr 25 maximal. Aber wenn du nur so ein dickes Schild hast, ne, hier so 50% Schilddichte, wo haben wir es? Da. Und dazu noch 22 draufpackst. Das sind ungefähr nochmal die Hälfte von an Schilddichte weg. Also, das heißt, du kriegst bloß noch ein Viertel des Schadens von mechanischen Waffen. Und das ist eine Menge. Also, was absorbiert wird durch Schild. Und das ist ziemlich genial. Wie gesagt, es wird halt im Late Game sehr, sehr stark, sowas. Und das ist noch normales 37er Schild. Das hat noch keine Mods drin, das hat noch keine. Also, Mods sind so Aufrüstungen. Kann man in etwa vergleichen mit Last Chaos Blusen.
Das hat noch halt keine Mods drin, das ist nicht mal irgendwie gecraftet, das ist ein graues Schild. Gibt es ja verschiedene Farben. Hier das zum Beispiel ist ein goldenes Schild, das hat da oben zwei freie Mod-Slots und ist ein bisschen stärker. Und dann gibt es halt auch so grüne, die haben halt meistens relativ viele Mod-Slots, sind aber nicht stärker. Und dann halt so die weißen, die haben ein paar Mod-Slots. Und dann gibt es halt noch die MC-Craft. Mastercraft heißt das. Wie zum Beispiel mein Antrieb. Und der ist halt einfach imbar. Und hat auch noch ziemlich viele Mod-Slots. Und das ist halt einfach das Nonplusultra. Wenn man halt Perfektionist ist und gut sein will und so. Und keine Ahnung, wie hoch da die Schilddichte geht. Ich stelle mir da so vor, keine Ahnung, so sagen wir 75%. Dann aktiviere ich diesen komischen Buff hier. Dann bin ich bei 97% und dann kriege ich bloß noch 3% Schaden von mechanischen Waffen. Klingt das nicht genial? Gut, da kommt einer mit seinen Granatwerfern an und ich bin tot. Ja. Der Orbit ist halt auch ähnlich, wenn du zum Beispiel auch drei Schilder hast, ne, und Schilddichte ausbaust. Sind das halt von 60, 12%, sind halt 72 dann. Das sind 30% Damage, der halt mehr auf die Schilde geht und weniger auf die Hitpoints. Aber wenn du jetzt bei BO2-Schilden mit den 80% Schilddichte nochmal 12% draufpackst, sind das 60%, die nicht mehr auf die Hitpoints gehen. Und das macht sich schon extrem bemerkbar. Und so ist das hier halt auch. Und deswegen ist Schild halt was fürs Late Game. Und wenn man, also muss, wenn man halt meint, man schafft es nicht, irgendwie hochzuleveln auf, keine Ahnung, 30 oder höher, dann ist eher Hülle für einen was. Weil Hülle ist im Anfang noch leichter. Das ist sehr wichtig, dass man mobil ist und so. Und bietet halt, je nachdem, pro Level ein gewisses bisschen mehr Gewicht, aber auch ein bisschen mehr Verteidigung. Und so kann man sich dann halt ein bisschen individuell machen. Keine Ahnung, irgendwann hast du vielleicht dein Level bei Hülle erreicht und sagst dir, ja, okay, mehr Gewicht will ich in Verteidigung nicht investieren. Mir reicht das jetzt. Und deswegen skillt das nicht weiter. Kann man auch machen. Und man, weiß ich, man skillt dann halt irgendwie Triebwerke oder Taktiken. Was halt der letzte Skill ist. Triebwerke ist ziemlich wichtig. Man muss es auf 5 haben. Da führt so gut wie kein Weg dran vorbei. Damit man einfach hier craften kann und an solche Mastercrafts rankommt. Ja gut, ich zeige es euch jetzt nicht schon wieder. Ich klicke schon wieder da drauf, ja. Und diese, ja, wie gesagt, man muss halt einfach Level 5 Triebwerke mindestens haben. Und dann skillen halt die meisten Triebwerke hoch auf 5. Dann halt ein Verteidigungsskill. Halt Schild oder Hülle, je nachdem, wofür man sich entschieden hat. Und dann hat man es wieder den Standard, ne? So, ich setze das mal alles zurück. Man kann natürlich auch 4 Sachen hochskillen. Wenn man beispielsweise Schild hochskillt und Waffe, dann kann man natürlich alternativ die Hülle so ein bisschen hochziehen. So auf Level 5 oder 10. Wie gesagt, ein bisschen Level hoch bei Hülle heißt auch nur ein bisschen mehr Gewicht. Bei Schild ist es was anderes. Das ist am besten entweder gar kein Schild oder total hohes Schild. Weil Schild, das wiegt einfach an sich relativ viel. Das ist halt die Tatsache, dass man ein Schild rauslassen kann. Und man dann halt total viel Beschleunigung und so hat. Und die Dings, die musst du halt immer drin haben. Und da machen halt 0,5 Tonnen mehr Masse nicht so einen großen Unterschied, als wenn man ein dickes Schild reinknallt mit 6 Tonnen. Aber nachher die letzten Flügel nachher so Level 38, Level 39, Level 40 machen dann halt schon auch ganz schön viel Gewicht her. Sind zwar noch ein bisschen leichter als Schild, aber das merkt man kaum noch. Ja, wie gesagt, man kann auch 4 Sachen hochskillen. Sagen wir mal, ja, ich skill jetzt hier die drei Dinger hier auf hoch, auf Maximum. Oder nicht ganz auf Maximum, weil Level 38 scheint momentan so das Optimum zu sein. Weil die nächsten zwei Level nicht so viel bringen, wie zum Beispiel der Unterschied von 37 zu 38. Ist, glaube ich, ist halt der größte Unterschied. Und dann bleiben halt natürlich noch ein paar Skillpunkte übrig. Da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei. Das sind halt 6 Skillpunkte, die man wieder auf den vierten Skill verteilen kann. Und da bietet sich natürlich Hülle oder Triebwerke ganz gut an. So, jeder machen, wie er will. Ich mache das, also ich kann ja meine Skillung mal sagen. Ich werde halt Energie hochskillen.
Schild hochskillen. Und Triebwerke, glaube ich, auf 15. Weil Level 15 Triebwerk-Baupläne sind ziemlich leicht zu bekommen. Weil die meisten halt Triebwerke maximal auf 10 skillen. Das ist halt dieses typische, ja, ich skill hier das auf 40, dann noch ein Verteidigungssystem auf 40 und eine Waffe auf 40, bleiben mir 12 Punkte übrig, dann gehen 10 auf die Triebwerke und 2 auf Taktiken, meinetwegen. Ja, und dann gibt es halt noch so ganz krasse einseitige Skillungen, wo man halt beide Defensivsachen skillt, zum Beispiel, hat man das Schild auf, sagen wir 38 und Hülle, keine Ahnung, sagst du 25 ist Schluss und dann hast du die Waffe bloß auf Low-Bob-Niveau auch so 25 und das, du machst halt einfach kein Damage. Die andere Sache wäre halt, überhaupt keine Verteidigung zu skillen, sondern einfach bloß Schiff, eine der beiden Hauptwaffen, hier Energie oder Mechanik, und dann noch Sprengstoff zu skillen, nur damit man an die Raketen rankommt. Das macht schon ein bisschen mehr Sinn, weil Verteidigung heißt gleichzeitig mehr Gewicht. Bei Sprengstoff, gut, der Raketenwerfer wiegt auch irgendwie 2 Kilo oder so. Oder 2 Tonnen. Was auch immer das hier ist. Steht da keine Maßangabe. Ja, hier. Okay, der wiegt 0,6. Vielleicht steigt es auch mit dem Level. Ja, 0,8. 0,7. Naja, gut, er wiegt halt relativ wenig. Gibt aber auch noch ein paar Hitpoints. Da oben mit 800. Für den Level 10er. Und deswegen hätte man quasi einen total leichten, aber krass offensiven Jäger. Und dann gibt es natürlich auch noch den Weg, wie man skillt. Ich persönlich habe jetzt gute Erfahrungen gemacht, erst Schiff und Waffe hoch zu skillen. Also ich hatte ja Mechanik vorher. Und da entsteht natürlich ein einseitiger Jäger, in dem man halt einfach nur das Nötigste hat. Cockpit und Waffe. Und halt Antrieb auf Level 5. Und ja, man ist halt so ein Ultraleichtjäger, sieht man hier auch an den Beschleunigung und Wendigkeitswerten. Die sind ziemlich hoch, die meisten sind eher so hier, so, hier, so. Weil sie halt einfach Verteidigung noch ein bisschen mit hochziehen. Und ja, ich habe halt den Ultraleichtjäger. Gut, es gibt natürlich, es ist noch kein Ultraleichtjäger an sich, es ist halt nur ein leichter Jäger. Ultraleichtjäger wäre jetzt, wenn man Schiff, Waffe und Triebwerke hochskillt. Sagen wir auf Maximum. Dann bleiben halt nachher 12 Punkte übrig. Das lohnt sich nicht in Schild, also macht man das in Hülle. Dann hat man auch einen ganz genialen Jäger. Ich meine, 40er Triebwerke hauen schon rein. Das unterschätzen die meisten, weil Triebwerk steigt halt nur so mini. Aber wenn es halt ein bisschen stärker steigen würde, dann würde halt jeder Triebwerk skillen. Und das ist halt auch nicht so ganz in der Sache. Deswegen hätte man quasi die Geschwindigkeit als Verteidigung. Kann man auch machen. Ja. Wie gesagt, man kann halt viele verschiedene Möglichkeiten machen. Ich kann auch schon überlegen, ob ich jetzt hier, ich habe ja 15 Punkte übrig, könnte theoretisch Hülle auf 5 und Triebwerke bloß auf 10 lassen. Hätte somit zumindest ein bisschen Hülle. Und man macht die Hülle auf 10 und Triebwerke lässt man auf 5. Wenn man halt auf 38 skillt. Ist auch eine Möglichkeit. Aber wenn man halt Hülle, also wenn man halt 3 Stück fokussiert, dann würde ich raten, die Hülle nicht höher als 10 zu machen. Weil dann nimmt halt zu viele Punkte von den anderen Skills halt weg. Oder man nimmt halt Hülle als Verteidigungsskill und skillt das halt auf Maximum. Und lässt dafür Schild komplett weg. Kann jeder machen, wie er will. Also, ja gut, ich werde mich jetzt skillen. Ich nehme jetzt die Energiewaffen. Genug von mechanischen Waffen. Wie gesagt, ich mache halt erstmal einen auf leichten Jäger. Indem ich halt erstmal Schiff und Energie hochskill und keine Verteidigung. Und jetzt kriege ich noch Antrieb auf 5. Das langt halt, ne? Ja, ich würde es auch gerne auf 10 skillen, weil ich habe ziemlich viele Baupläne für 10er Antriebe. Vielleicht könnte man da auch Level 10 Antrieb mastercraften. Mit etwas Glück, ne? Und vielleicht diesen komischen Item-Shop-Dingsbums. Geht auf jeden Fall was. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt erstmal genug von mir und meinem Gelaber, sag ich mal. Mal sehen, wie weit wir sind bei der Zeit. Na, 27 Minuten. Wird wohl doch ein Zweiteiler. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Ich glaube, ich habe wieder ein bisschen zu viel geredet. Ja.